Günni sagt eben zu mir, willst du den Rosinen auf die Schippe nehmen? Pass auf, Mann, pass auf. Wisst ihr, was wir machen? Ich nehme alles, was ihr von Frank Rosinen habt hier. Und ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Aus Hannover. Frank Rosinen meets Haftbefehl. Was das bedeutet? Frank Rosinen würde ich gerne drehen im Laden. Weiß jeder inzwischen, würde ich sagen. Aber es klappt nicht so ganz. Ich denke mal, ich krieg das noch hin. Ich bin mir sicher, ich krieg das hin. Nur wie kommen wir den Ganzen erstmal nahe? Wir testen den Burger von Frank Rosinen. Denn der hat bei Haftbefehl im Laden einen eigen konzipierten Burger. Also den hat er wirklich kreiert, konzipiert und bei ihm in die Karte gesetzt. Steht da auch drin. Und da werden wir erstmal so, sag ich mal, die Light-Variante, um den Frank Rosinen ein bisschen auf die Fühler zu... Ihr wisst, was ich meine. So, und da werden wir jetzt hin, werden uns das angucken. Jetzt erstmal ein paar Bilder vom Laden von Haftis. So, da sind wir jetzt Mann, Alter. Da sind wir jetzt am Start bei Haftbefehl. Da vorne spielen ein paar Jungs und Mädels Trompete. Ich hoffe gleich, wenn wir hier draußen snacken, erhalten die ihr Mondwerk. Sonst werde ich denen mal eben ein paar Taler zustacken, damit die mal kurz die Trompete nicht so laut blasen. Da ist er. Überbewertet. Geil, Mann. Den Typ feier ich. Ja, wir werden jetzt rein. So, Hafti, Mafti. So, Leute, wir sind am Start. Wir haben Günne hier. Günne, mein Lieber. Grüß dich. Er will schon weglaufen. Er ist ein bisschen kamerascheu, aber es macht nichts. Günne, wir wollen ja heute jetzt zum einen ein Philly Cheesesteak wollen wir testen. Aber wir wollen auch... Haftis Cheesesteak. Ja, Haftis Cheesesteak, genau. Und wir wollen von Frank Rosinen den konzipierten Burger. Wollen wir gerne. Der hat ja zwei Stück hier in der Karte, ne? Deine Einschätzung. Werden die richtig geil abschneiden? Ich denke schon, ja. Ist schon ein ziemlich gutes Produkt. Und das Cheesesteak, wenn wir reinballern, dann können wir eigentlich direkt in die Küche gehen und direkt mal was mitnehmen. Ne? Ja. Perfekt, danke dir. Moin Jungs. Philly Cheesesteak von Hafti. Wollen wir uns gerne reinhauen. Danach nehmen wir noch Rosinsburger. Aber erstmal nehmen wir das Philly Cheesesteak gerne. Kannst du auch das Geräusch machen, was Hafti immer macht? Was macht er denn? Ah! Ja, ist Hafti? Nee, weiß nicht. Aber du kannst das. Gut. Du willst dich nicht zum Affen machen hier für meine Kamera. Und denkt auch natürlich dran an die Kommentare. 50 Euro Gutschein. Wieder am Start. Haut irgendeinen Kommentar rein und ich pinne das random an. Und denkt auch daran, Sack Plus, Holle 10 ist der Code, minus 10%, alle Supplements, made in Germany, alles perfekt. Verlinke ich natürlich auch in der Videobeschreibung. Auch nochmal zu der Rosinensache, für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich will da unbedingt filmen. Ich habe immer gesagt, der kritisiert alle Leute, der fährt rum richtig hart, haut er auf die Kacke und die tat mir teilweise leid. Da habe ich gesagt, ich möchte auch in sein Restaurant und möchte da meine Bewertung mal abdrücken. Einfach so, das kriegen wir hin. Das ist jetzt die Light-Version, wie vorhin erwähnt, aber das müssen wir machen. Deinen normalen Burger habe ich ja gegessen. Jetzt unabhängig wie heute das Video ausfällt, da kann ich auch sagen, der normale Burger ist mega heftig bei euch. Der Classic, ne? Ja, der Classic. Der ist super. Ohne Soße. Ohne Soße habe ich den gegessen. Der ist komplett ohne Soße. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns heute ablieferst, ne? Ja. Laufe ich Gefahr, abgestochen zu werden, wenn ich schlecht bewerte? Auf jeden Fall, die Jungs haben ein großes Messer in der Küche. Gini, was für ein Fleisch wird da benutzt für das Philly Cheesesteak? Entrecot. Von Josef Bio auch sogar, ne? Genau. Okay, und das würzt ihr vor, vakuumiert das, und dann kommt das direkt darauf. Genau. Was ist überhaupt ein Philly Cheesesteak genau, aus deinen Worten? Kommt aus Philadelphia, aus Amerika, da wurde es erfunden. Mhm. Das ist einfach ein Sandwichbrot mit original vom Entrecot, ganz dünn geschnittene Scheiben mit Paprika und Zwiebeln und ganz viel Käse. Okay. So, das ist der Ursprung und wir haben es ein bisschen modifiziert. Mhm. Geil, Leute, wer das nicht kennt, müsst ihr mal probieren, unabhängig jetzt von hier oder so. Ne? So, und da werden wir uns auch gleich schön reinbeißen. Einmal die scharfe Variante und die klassische Variante. Jawohl. Günni, würdest du sagen, die Jungs sind gute Arbeiter? Die besten, ja, mit Abstand. Aha. Hast du mal überlegt, so eine richtig hübsche, sexy Frau hier reinzustellen? Wenn sie arbeiten kann. Jungs, eine schöne sexy Frau hier mit am Grill. Was sagt ihr? Ich hab damit nichts zu tun. Gut arbeiten wir dann. Was ist das für Käse? Cheddar? Ja. Guter Cheddar, ne? Guter Cheddar. Der gute. Der teure. Aus Großhandel? Nein, das ist vorher das Geheimnis. Wir haben eine Käserei hier noch dran hängen. Hafti sitzt da selber und macht den Käse. Genau, probiert.
Jetzt geht's los, lassig und spicy. Wie viel kosten die Burger? Hast du das im Kopf? 13,80, okay. Das ist im Rahmen. Wenn man sich überlegt, was Burger zum Beispiel, weil es einfach vor einer Proportion ähnlich ist, kosten, ist es in Ordnung. Milchshake zum Beispiel, da ist Ahmed aufgefallen, 11 Euro, das schon ein bisschen habe ich. Gut, wir legen jetzt los. Es fällt überall raus, ja. Es ist sehr weiches Brot, auch von unten. Sehr, sehr weich. Sehr interessante Interpretation mit diesem Cheddar-Käse. Das habe ich immer mit diesem Provolone-Käse gegessen. Das hebt sich halt dadurch einfach geschmacklich durch den Charakter von dem Käse schon ziemlich ab. Dieses klassische Feeling vom Philly Cheese Steak geht ein bisschen flöten durch den Käse. Am Schluss gucken wir aber nicht, was kommt dem Original am nächsten, sondern wie gut schmeckt es mir. Dumm gesagt, das könnte auch das beste Essen meines Lebens mehr rauskommen. Aber es ist natürlich trotzdem noch auch das Feeling so, ne? Versteht mich nicht falsch, aber jetzt nicht im klassischen Sinne. Sehr geiles Brot übrigens dazu. Den typischen Milchbrötchen-Charakter. Aber lieblich geil. Paprika hat noch so einen leicht erdigen Charakter. Ich würde sagen, wir gehen zu Rosins Burger und dann kommen wir hier zur Bewertung zurück. So, es hat sich noch was geändert. Die Bedingungen haben sich nochmal verschärft, Leute. Günni sagt eben zu mir, willst du den Rosinen auf die Schippe nehmen? Pass auf, Mann. Pass auf. Was sagst du eben zu mir, willst du den Rosinen auf die Schippe nehmen, ne? Wisst ihr, was wir machen? Ich nehme alles, was ihr von Frank Rosinen habt hier. Falafel habt ihr auch, ne? Ja. Nehme ich alles einmal. Gut, machen wir. Okay, geil. Günni sagt eben, er ist schon richtig gut unterwegs gewesen, was vegetarische und vegane Sachen angeht, um natürlich irgendwie ein geiles Geschmackserlebnis zu liefern, den Leuten das schmackhaft zu machen, nicht immer Fleisch zu essen. Sagst du das von Frank? Das ist wirklich das Heftigste, ne? Mit Abstand. Also wir haben es jetzt nicht reingenommen ins Sortiment wegen Name, wegen Frank Rosin. Ja. Absolut nicht, klar, ist ein guter Nebeneffekt, positiv. Aber das ist mit Abstand, was das angeht, an vegetarischen und veganen Produkten, mit Abstand in dem Segment mit das Beste in Deutschland, meiner Meinung nach. Ich habe viel probiert, viel getestet. Ja. Auch die Falafel und diese Crunchy Balls schon Weltklasse. Okay, Crunchy Balls habt ihr auch von ihm. Ja. Geil. Okay, also ihr habt richtig gehört, Leute. Ich habe es mit Absicht nicht gesagt. Springt nicht ab. Wir wollen das jetzt mal reinfetzen. Viele hören das immer nicht gern, vegetarisch und so. Gebt euch das mal. Wir gucken, wie geil das schmeckt. Ich bin auch Fleischfan und ich sage euch meine ehrliche Meinung, ob sich das als Fleischfan der Burger mit Fleisch bestellt auch lohnt. Und ob der Frank gute Arbeit macht. Ja. Also nochmal für euch, Leute. Wir haben jetzt eine ganze Palette. Wir haben zwei verschiedene Burger. Vegetarisch und vegan. Wir haben Crunchy Balls und Falafel. Wir werden uns komplett durch die Frank-Rosin-Palette jetzt durchtesten. Ja, für mich schon mal geil. So eine konzipierten Sachen durchdacht, entworfen von ihm. Jetzt mal durchzutesten und zu schauen, ob das was taugt. Ich habe ja viel in der Richtung auch gegessen. Ich war ja früher auch vegan sogar unterwegs. Also ich bin da schon drin in dem Game. Mir nach einem sehr kernigen Bun. Also für mich ist das Feeling halt immer und der Vergleichswert. Lohnt sich das wirklich? Jetzt rein vom Geschmackserlebnis. Jetzt unabhängig davon, dass man ein bisschen Fleisch möchte, wenn man es trainieren war oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie der Eiweißgehalt ist. Danke so nicht. Ich denke mal, wir sind uns alle sicher, wir essen zu viel Fleisch. Ich bin auch Fan eigentlich, das mal ein bisschen weniger zu machen. Die Videos kacken immer ein bei mir. Bock das, ein Fleischesser, so einen Burger jetzt hier mal zu essen. Gefährlich immer Gurken zu benutzen, finde ich, auf dem Burger. Ist manchmal zu dominant und unpassend. Bei dem geil. Gibt eine schöne Frische rein. Muss ich wirklich sagen. Das Video? Ja, Video. Das ist wirklich sehr oft gesund getrimmt. Auch wie man merkt, sehr viel Salat. Ich fühle das bei dem Burger. Ich fühle das. Die Soße hat so ein bisschen einen Pesto-Touch, aber nicht so durchdringend. Sehr weich, dieses vegane Patty da drin. Also überhaupt nicht bissfest. Der andere Burger mag uns nicht. Nee. Gerade hat sich schon die Kappe oben verabschiedet. Ja. Jetzt wollte die zweite schon. Schwer für so einen leidenschaftlichen Beef-Esser, so das jetzt wirklich neutral zu bewerten. Ganz schwer. Ist irgendwie so das Feeling, dass was fehlt, jetzt unabhängig vom Patty, gut oder schlecht, weil man dieses Fleisch halt irgendwie erwartet. Ne? Das ist irgendwie irgendwo natürlich eine ganz andere Welt, in die man sich begibt. Ich muss eins sagen, das ist ein richtiger Klopper, ne? Ein richtiger Klopper. Ich sag euch das sehr ehrlich. Also, dickes Ding. Also fettes Teil. Also ich glaube, satt machen tut das alle mal. Ein bisschen Salsa-artig. Die Soße oben, die ist heftig. Salsa, die meisten, die es drauf machen, lass es sein, weil es schmeckt nach diesem billigen Scheiß, was du bei Aldi rauspflückt, was du auf die Tacos drauf machst. Die hier ist richtig gut, die Soße, richtig gut.
Zu diesem Burger kann man sagen, dass der vegetarische, das ist eine Komposition für mich, weil diese Geschmäcker sich verbinden zu einem Produkt, was einfach gewollt ist und was so in sich 100% stimmig ist. Beide sind von Frank Rosin entworfen, einfach in sich ein Kunstwerk. Das hier ist ein vernünftiger Burger, aber einfach, würde ich jetzt sagen, ist einfach ein rundes Ding, aber trumpft nicht. Schön scharfe Mayonnaise, mal sagen wir mal säurehaltig. Scharf ist falsch ausgedrückt. Das ist ein Kunstwerk hier. Bewertung kriegt ihr auch gleich noch von mir. Ich werde noch eben die Crunchy Balls und die Falafel noch mal eben testen. So, Günni, bitte nochmal von dir, was haben wir jetzt hier von dir bekommen? Also von Frank Rosin aus dem Hause Green Rosin, Walnuss Mozzarella Crunchy Ball, Crunchy Ball Süßkartoffel Tahin und der Falafel. Bin ich gespannt, danke Günni schon mal, ne? Starkes Ding und jetzt deine Green 3. Fangen wir mal an hier. Schon sehr stark. Das zerläuft von innen. Das ist so, als hätte das einen flüssigen Kern. Ganz, ganz geiler Effekt. Leichten Touch von Frühlingsrolle. Gefällt mir. Die Tahin-Dinger. Erwartet mich jetzt logischerweise, denke ich, eine Sesamkeule. Marius Feld, kann ich euch so auch schon mal sagen. War auch auf dem Burger drauf. Der ist recht klassisch, kuminlastig. Schöne Kruste, sandig, sage ich mal. Schöner Effekt. Weicht jetzt aber nicht so stark vom Falafel ab, wie man vielleicht denkt, und die normalen Falafel. Also was man erstmal erwartet, wenn man von Frank Rosin einen Falafel kriegt, dass er sich abhebt, und das tut er tatsächlich. So eine zitronige Note irgendwie drin. Rein geschmackstechnisch unterscheidet er sich mit der Mayo, sehr gute Kombi. Um hier direkt zur Bewertung zu kommen und dann zu den anderen Bewertungen rüberzuspringen. Für mich ein durchschnittlicher Falafel. Ich gebe 7,5 Punkte. Den würde ich 7,7 geben. Das hier ist für mich tatsächlich eine 7,8. Der ist echt wild. Jetzt kommen wir zur Bewertung vom Philly Cheesesteak. Bewertung vom Philly Cheesesteak. Das ist eine klassische 7,5 für mich. Das Brot ist echt richtig, richtig heftig. Durchweg leckeres Ding. Hebt sich aber nicht ab. Interessant mal mit dem Cheddar. Gutes Fleisch. Gutes Mittelding zwischen nicht zu viel Käse, aber trotzdem schön käsig. Aber wie ihr gemerkt habt, ich habe gar nicht so viele Infos für euch, weil einfach nicht so viel jetzt specialmäßig daran ist. Aber ein durchweg leckeres Ding würde ich mir wieder bestellen. Weiter geht's zur Bewertung von Rosins Burger. Also erstmal zum Veganen. Da fehlen halt einfach die Möglichkeiten, muss man sagen. Man hat nicht die Möglichkeiten, gerade einen Gaumen, der es gewohnt ist, zumindest vegetarisch Käse oder so da drin. Da hat mir der Wow-Effekt gefehlt. Für einen veganen Burger haben die schon sehr, sehr stark gemacht. Aber für mich nicht mehr als eine 7. Wie gesagt, dieser Wow- und heftige Effekt, der fehlt. Aber der vegetarische, Leute, wirklich, der ist krank. So, ihr wisst, mein bester Burger Deutschland ist im Moment auf einer 9. Ich nehme das auch nicht in das Ranking rein. Das ist ein anderes Ranking. Aber so, damit ihr ungefähr das Ranking habt, das ist schon für mich so eine 8,7. Ein ganz, ganz starker Burger. Das hat er wirklich, muss man zweifelsfrei sagen, richtig heftig gemacht, der Rosin. Wir sind schon am Ende vom Video. Kurzes, knackiges Video. Hoffe, euch hat das gefallen. Also erstmal zum Philly Cheesesteak. Kann man absolut machen. Zur Bewertung von Frank Rosin. Er hat mich auf eine Weise sehr geflasht. Gerade mit dem vegetarischen Burger hat er eine ganz schöne Keule rausgehauen. Dieses Walnussding hat mich auch geflasht. Damit hat er erreicht, womit ich rechne. Wenn man sich jetzt was durchliest und denkt, das von Frank Rosin, hat er auf jeden Fall erreicht. Wiederum waren ein, zwei Sachen bei, so, die ich jetzt nicht so herausstechend fand, aber nichtsdestotrotz lecker. Also ich finde, er hat eine gute Arbeit gemacht. Das muss man festhalten. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.